Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Speedbuild. Wir sind dabei, Brennerton Bay so ein bisschen ja, hübsch zu machen, aufzumotzen. Wir haben jetzt auch schon einiges geschafft in dem Haus hier. Es fehlt eigentlich nur noch das Badezimmer und der freie Raum, wo ich ja euch die Entscheidung gelassen habe, was dort reinkommt. Es war nicht überraschend für mich, dass natürlich das Kinderzimmer gewonnen hat. Es hätte natürlich auch sein können, dass man dort einen Hobbyraum reinmacht oder vielleicht was für die Hunde oder Katzen oder ein kleines Spielparadies. Aber ja, ihr habt abgestimmt, ihr habt entschieden und deswegen werde ich da später noch oder ja, werde ich später da auch ein Kinderzimmer reinbauen für zwei Kinder. Hier jetzt erstmal das Badezimmer. Ich habe mich dafür entschieden, also ich habe es so gelassen von den Fliesen her, fand das eigentlich gar nicht mehr so schlecht und kombiniere das dann jetzt mit hellen Möbeln aus, die sind wir Eltern freuen. Ich finde die ganz schön, die sind relativ schlicht, einfach, aber trotzdem ja wohnlich. Ich hatte ja anfangs gesagt, so ein bisschen in den ersten Videos, ich möchte nicht ganz so viel Schnickschnack verbauen, weil ich ja das sonst mal sehr gerne und sehr viel mache in meinen Häusern, weil für mich persönlich, je mehr Schnickschnack, desto besser. Das ist so meine Leidenschaft. Aber so ein bisschen muss halt einfach auch sein, damit es wohnlich aussieht. Und deswegen sind die Objekte also von Elternfreunden recht gut, weil das sind ganz, ganz tolle, detaillierte Sachen. Ich habe jetzt natürlich noch kein Die Sims 4 Waschtag-Accessoires, also von daher wird es in dem Haus noch keine Waschmaschine geben. Ihr müsst noch nicht selber die Wäsche waschen, das wird alles noch automatisch gemacht. Aber im nächsten Haus dann, weil ich freue mich wirklich total auf die neuen Objekte dort. Da sind ganz schöne Sachen dabei. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal die ja, dort reingeschaut, was es dort für Sachen gibt. Der Livestream von den Entwicklern war ja auch jetzt schon. Das gab es auch schon einiges zu entdecken. Also ich freue mich sehr auf das Pack. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Waschtag war jetzt nicht so mein Favorit. Also eine Waschmaschine brauche ich nicht unbedingt. Das ist schon nervig genug in der Realität. Dann brauche ich es auch nicht wirklich bei den Sims, aber gut, manche wünschen sich ja doch relativ viel Realität dabei. Aber dieses Öko-Pack, es wird ja ein bisschen rustikaler sein, die Sachen davon, die sind, glaube ich, doch ganz hübsch geworden und deswegen bin ich gespannt, wie ich das verwenden kann. Also auf jeden Fall, nächstes Mal wird es dann was mit diesem Waschtag-Accessoires geben. Genau. Ja, hier ist eigentlich nur noch so ein bisschen Deko-Sachen, ne? Ein paar Blümchen da rein und da auch wieder ein Verkleinerungssheet, den ich immer ganz gerne benutze. Für die Blumen, ein paar Gardinen noch, dann kommen noch ein paar schicke Lampen gleich rein und dann ist das Badezimmer an sich eigentlich auch schon grob fertig. Also ich finde, Badezimmer ist so ein bisschen immer, man kann es sich zwar wohnlich machen, man kann es auch hübsch machen, es gibt auch einige sehr tolle Sachen fürs Badezimmer, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt nie so ein wirklich absolut spektakulärer Raum. Deswegen, vielleicht wäre es immer ganz toll, so ein Bad-Accessoires. Ich weiß nicht, ob ihr das toll finden würdet oder ob das schön wäre. Ich glaube, es gab sowas auch schon mal für Sims 2 oder Sims 3, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wir bekommen zwar immer so ein paar Sachen fürs Badezimmer dann mit dazu, wenn wir einzelne Packs haben, einzelne Objekte, aber so ein richtiges einzelne Pack fürs Badezimmer gab es, glaube ich, noch nicht so wirklich. Aber naja, also es ist ja auch kein Raum, wo man sich wirklich für die Sims wahnsinnig lange viel Zeit verbringen. So, und jetzt hier genau, wie schon gesagt, das Kinderzimmer. Ich habe mir so überlegt, dass ich dort ja zwei Kinder unterbringen möchte. Das heißt, vielleicht je nachdem, wie ihr es gestaltet, Mädchen und Junge. Ich habe mir so ein bisschen nur diese Story überlegt. Also der Junge mag sonst ganz gerne ja, Hunde und das Mädchen eben Katzen. Das heißt, es ist so ein bisschen Rivalität, was jetzt wo hingestellt wird, was an die Wand gepackt wird und ich stelle gerade fest, wenn ich es mir mal angucke, dass ich habe die falsche Bettdecke benutzt. Auf der Bettdecke sind Knochen drauf, also Hunde, das ist eigentlich auch dieses Hundeding. Gut, müsst ihr dann vielleicht nochmal ändern, wenn ihr das so haben wollt. Es gibt manchmal auch so eine pinke Katzendecke dazu. Hat jetzt natürlich auch super geklappt nochmal im Nachhinein, wenn ich es mir anschaue, aber naja. Gibt Schlimmeres. Ja, und es ist ja nicht so einfach, das Zimmer zu gestalten, weil es ist schmal ein bisschen und ein bisschen länger gebaut und dann hat man natürlich noch diese riesengroße Tür dort hinten. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache die Tür einfach weg, weil auf dem Balkon ist sowieso nicht viel Platz, dass man dort irgendwas hinbauen könnte und deswegen habe ich die Tür weggemacht, damit ich noch ein bisschen Platz habe, wie zum Beispiel jetzt eben hier so ein paar Deko-Sachen, beziehungsweise eben auch natürlich ja, ein Kleiderschrank.
Es war immer so ein bisschen das Problem mit den Wänden, weil wir haben hier auch schon jetzt die Dächer verwendet. Das heißt, es springt immer so ein bisschen hoch und runter. Also das ist so vom Spiel. Nicht, dass ihr meint, ich könnte das nicht steuern oder so, aber es ist halt vom Spiel einfach so, dass dort die Ansicht nicht ganz so hübsch ist jetzt in diesem Haus. Genau, da sieht man es eben schon. Ich habe schon ein paar Sticker an der Wand gepackt. Also der Junge soll so ein bisschen hundenah sein und das Mädchen dann eben, ja, mag eher Katzen. So, habe ich mir so überlegt. Und dann noch einfach nur noch ein bisschen Spielzeug. Da auch wieder aus Elternfreuden sind die Sachen. Also ein Großteil der Kindersachen sind eben aus Elternfreuden, weil wir dort eben die meisten schönen Sachen bekommen haben. Genau. Spielkissen noch dazu. Und hier bin ich am Suchen bei Meduso. Wie gesagt, das ist ja auch schon so ein All-Time-Favorite von mir, dass ich irgendwo immer ein Meduso in meinem Haus platziere. Und diesmal ist es so ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Ding ist. Das sieht aus wie so eine Eule, aber mit komischen Füßen. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich habe jetzt gar nicht auf den Text drauf geachtet, was dort als Beschreibung steht, aber der Medusa auf jeden Fall sieht aus wie so ein Vogel. Okay. Hat mich zumindest daran erinnert. Ich habe mir so gedacht, so ein paar selbstgemalte Plakate, also selbstgemalte Bilder von den Kindern. Und auch, das erkennt man schon ein bisschen so dieses. Der Junge, die Void-Kreaturen dort und Hunde und das Mädchen eher selbstgemalte bunte Bilder und Katzen. Irgendwie so ein bisschen diese Aufteilung. Ist ja noch überall Schnickschnack platziert, da ein bisschen mehr, weil ich finde, so ein Kinderzimmer muss natürlich auch überall voll mit Spielzeug sein. Das gehört einfach zum Kinderzimmer dazu. Und hier bin ich jetzt auch wieder ganz froh, dass es den Verkleinerungsschied gibt, damit ich diese tollen Teppiche platzieren kann. Wie gesagt, ich schwärme noch immer davon. Den gibt es ja schon so lange, aber ich finde den auch immer noch ganz cool. Genau, hier kommen jetzt noch die kleinen Roboter, das ist auch einer aus Elternfreuden. Finde ich auch eine super süße Idee. Also ihr könnt ja auch selber mit euren Kindern dann später diese Schulprojekte machen. Genau, das sind die Schulprojekte. Den Roboter finde ich mit am coolsten. Das ist einfach so ein, er sieht einfach toll aus und wertet so ein Kinderzimmer einfach sehr stark auf. Jeder bekommt aber so kleine Spielzeugsachen dazu gelegt. Und ja, Lampen noch da rein. Der Kolala ist das Ding, glaube ich. Genau. Das darf nicht fehlen, damit die Kinder gut schlafen können, damit der böse Mann da unterm Bett, dieses Monster, was da unterm Bett ist, nicht hervorkommt. Und ja, hier habe ich noch versucht, ein paar Pflanzen drauf zu platzieren. Leider hat das von der Höhe nicht ganz so gut gepasst. Also, wenn ihr es schön findet, könnt ihr es auch so lassen. Die Beine sind ein bisschen abgeschnitten, aber ich fand das jetzt gar nicht mal so schlimm. Also, es gibt da, glaube ich, Schlimmeres, wenn da die Beine nicht ganz drauf sind. Und ja, das ist das Kinderzimmer. Im Großen und Ganzen eigentlich auch schon so fertig. Relativ einfach finde ich jetzt. Nichts Außergewöhnliches. Das Badezimmer ist fertig und ja, jetzt wird natürlich so ein bisschen noch, muss natürlich noch draußen gemacht werden, so ein bisschen Pflanzen noch platziert werden, ein bisschen mit Licht arbeiten, damit einfach der Außenbereich einfach auch nochmal schön aussieht. Hier ist jetzt der Eingangsbereich. Einfach ein paar Blumen dazu. Ich wollte dann jetzt mal eine andere Lampe benutzen, die ich draußen sonst kaum benutze. Und das war jetzt eben diese Blumenlampe. War mal was anderes. Hell genug ist es auf jeden Fall, wenn die nachts dort laufen. Ja, und das ist der Hintergarten. Da habe ich auch gar nicht. Also, ich wollte den Garten jetzt gar nicht mehr so viel machen, weil es ging eigentlich darum, das Haus zu renovieren. Deswegen kommt da eigentlich nur so ein paar Deko-Sachen hin, die ich eigentlich immer platziere, wie diesen Gartenschlauch. Das kommt eigentlich in jedem Haus bei mir auch hin, weil ich glaube, auch jeder hat irgendwie so einen Gartenschlauch bei sich im Haus oder am Haus. Und ja, es wird einfach so eine kleine Grillecke geben. Hier jetzt der Gartentisch mit Schirmchen oben drauf. Ich habe gedacht, wir machen so eine Theke mit aus diesen Steinen.
Das passt aber nicht so gut mit dem Fundament. Und deswegen mache ich einfach, ja, damit die Sims dort irgendwas drauf platzieren können, damit es ein bisschen wie so ein Barbecue-Tisch aussieht, hier diesen alten Tisch, wo man auch richtig schön dieses Holzmuster sieht. Ein Grill dazu und dann eben, klar, die normalen Picknick-Sachen, die man eben braucht für so ein schönes Barbecue. Die Teller und Gabeln, so Soßen, das Grillbesteck natürlich, klar, darf nicht fehlen. So ein paar Utensilien, die schön unterm Tisch versteckt sind, damit man es auch gar nicht sieht, dass irgendwo da versteckt und Unordnung ist. Und ja, dann ist eigentlich so dieses Grillbereich, der Familienbereich, die Family Area eigentlich schon soweit fertig. Also wie gesagt, da ist jetzt nicht viel im Außenbereich. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich einen Pool mache, aber ich fand das dann doch ein bisschen zu viel, dort einen Pool in so einem Familienhaus, so ein kleines. Es ist ja kein riesengroßes Haus, keine riesengroße Villa. Deswegen fand ich jetzt einen Pool ein bisschen too much. Und den Reifen. Also den Reifen, muss ich sagen, das haben wir damals auch schon in der Trailer-Analyse mit Daniel gesehen. Also das war, ist eigentlich mit einer der besten Objekte dort von dem Pack. Also von diesen 400 Katzen, da kam es mit. Weil ich finde das einfach eine total klasse Idee. Habe ich so selber jetzt im echten Leben noch gar nicht gesehen, obwohl ich aus vom Dorf komme. Also es ist auch eine Neuheit gewesen für mich. Aber ich finde es eine total coole Idee eigentlich. So ein bisschen, ja, wiederverwertet, recycelt. Genau, und da noch ein paar Pflanzen hin und dann werde ich so noch ein paar Blümchen natürlich pflanzen, weil es fehlen natürlich Blumen, das ist ganz klar, aber da wollte ich eigentlich auch nicht, normalerweise mache ich es auch noch recht viel, viele Blumen, weil ich finde, das darf nicht fehlen, ne? so ein toller Garten, aber hier mache ich nur an ein paar ausgewählten Stellen so ein paar schöne Blumen hin, auch hier kann man eben wieder sehr schön den Verkleinerungssheet benutzen, damit die Blumen einfach besser irgendwo hinpassen. Rosensträucher dazu und ja, dann soweit wäre das Haus eigentlich auch schon fast fertig. Ich werde jetzt hier nur noch so ein paar, ich habe mir gedacht, so das Dach kann man auch noch ein bisschen schöner machen. Wir haben jetzt dieses tolle, dieses kleine Türmchen da mit diesem Windspiel oben drauf, das finde ich, das sieht immer ganz hübsch aus und ich fand den Eingangsbereich, das konnte man noch ein bisschen interessanter gestalten, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dort noch einen Zaun hin mit dem Eingangstor. Wie es leider so häufig ist, wir haben eine Dreier-Eingangstür, also mit drei Kästchen, meine ich, oder sind es genau drei Kästchen. Aber leider haben wir kein Dreitor, also was passen würde mit Dreierkästchen, deswegen ist es halt nur ein Zweiertor. Aber ich denke, es geht auch. Und ja, ein paar Blümchen nach oben drauf zum Abschluss. Und dann wäre eigentlich auch dieses Haus, also diese Renovierung, soweit fertig. Und ich hoffe, es gefällt euch. War jetzt kurz und knapp eine kleine Renovierung von dem Haus. Also ich habe im Haus selber groß nichts verändert, sondern eigentlich nur wirklich tatsächlich den Innenbereich hübsch gemacht, so wie es mir gefällt, weil da ja doch ein paar wenige Objekte verwendet werden. Und ja, hier nochmal der kurze Überblick dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Kommentar da, Daumen nach oben. Und ja, dann mal schauen, welches als nächstes in Angriff nehme. Ich habe schon so ein paar Ideen, welches bei mir jetzt als nächstes kommt. Es wird vielleicht auch immer so eine kleine Challenge geben. Mal schauen. Da bin ich ein bisschen noch am Überlegen, was ich mache. Und ja, ich denke, das war es jetzt mal für heute. Ich würde mich freuen, wenn mir ein Abo dalasst, Kommentare, alles. Gerne doch Like. Und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge, beim nächsten Speedbuild. Bis dann erstmal. Tschüss.